So, da sind wir auch schon wieder. Und, ja, dir auch ein herzliches Willkommen, Sagani. Ja, ich muss an dieser Stelle sofort weitermachen. Es ist immer noch, oh mein Gott, ich will gar nicht auf die Uhr schauen. Na, es ist doch erst 7 Uhr morgens. Wir werden einmal mit Erlof aufsteigen, damit wir vorbereitet sind, wenn wir da reingehen. Er bekommt von uns Wissen und er bekommt, nein, er bekommt nicht Mechanik. Das sparen wir uns für noch mehr Wissen. Oh ja, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt mit den Zaubern. Ich glaube... Wie war das? Wirker bis Waffenwechsel? War es? Nein, Moment. Ich glaube, ich möchte den Blitz nehmen. Ja. Konzelhautz? Nein, Moment, da war noch irgendwas anderes. Entzieht... Ach so, nee. Nein, wir nehmen den Blitz. Okay, damit sind wir mit den Zaubern durch. Zauberbuch-Slam. Moment. Ermöglicht es dem Zauberer, einen Feind mit einem Zauberbuch zu zerschmettern. Ja, toll, dankeschön. Verstärkte den arkanen Schleier des Zauberers, wodurch ein besonders hoher Bonus auf Abwehr gewährt wird. Ja, das ist ganz gut. Durchdringende Explosion konzentriert die Kraft von Explosionen, wodurch die Schadensreduktion des Ziels etwas negiert wird. Modifiziert Explosion plus 5 SR-Umgehung. Mhm. Ich glaube, das möchte ich nehmen. Er ist ja eher so unser, na, ich sag mal, unser Schadensmacher, der sich darum kümmert, dass hier auch möglichst viele Leute sterben. Deswegen ist das, glaube ich, ganz in Ordnung für ihn. Und Sagani möchte auch aufsteigen, das machen wir natürlich auch sofort. Überleben hat sie auf 9 und Heimlichkeit auf 4. Jetzt machen wir Heimlichkeit mal auf 5 und die restlichen Punkte sparen wir uns, weil das braucht sie nicht wirklich. Gut. Teuflischer Gefährte trainiert den tierischen Gefährten des Waldläufers in teuflischen Taktiken, wodurch er mit jedem Treffer mehr Schaden zufügt und mehr Schadensreduktion durchbringt. Oh! Genauer verwundender Schuss, widerstandsfähiger Gefährter, gnadenloser Gefährter. Tierische Gefährten fügen geeigneten Zielen kleine Mengen an Schleichangriffschaden zu. Oder der tierische Gefährte des Waldläufers erhält verbesserte Schadensreduktion gegen alle Schadensarten. Der Waldläufer schießt tödlicher, was seinen oder ihren verwundenden Schuss genauer macht. Plus 10 Genauigkeit. Ja, ich glaube, ich nehme den teuflischen Gefährten. Plus 15% Schaden, plus 3 SR-Umgehung. Dann ist ihr Tierchen, beziehungsweise unser kleiner Fuchs Itomark, auch deutlich stärker. Das gefällt mir. So, wir sind super darauf vorbereitet, jetzt hier reinzugehen. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal rasten sollte. Wir sind doch ein bisschen angeschlagen. Vielleicht mache ich das mal. Wir rasten einmal. Kann ich hier jetzt schon was... Oh, voll, oh, die kann ja schon relativ viel. Schaden gegen flankierte Ziele. Bewegung. Plus 40% Heilung. Bestie. Ach, Genauigkeit. Ja, ich glaube, wir werden überall die Schadensreduktion so weit möglich nehmen. Die haben noch nicht so viel Überleben. Er auch nicht. Er auch nicht. Und er, ja, hat auch nur Schadensreduktion 1. Gut, nehmen wir. Wir rasten mal direkt vor der Tür. Und jetzt bitte keine Geschichten erzählen, sondern ja, lass uns einfach hier reingehen. Freigeschaltet. Wir postieren uns direkt davor. Hallo. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Blutbecken. Als du dich dem Blutbecken näherst, gerät die zähe Flüssigkeit in Wallung und wirft Blasen. Du spürst die Essenz zur Oberfläche steigen, nach dir greifen und flüstern. Das sollte jemand aufräumen. Irgendeine seltsame Kraft scheint das Blut zu beseelen. Es ist wohl davon auszugehen, dass es nicht gutartig ist. Ein Ort des Todes. Wir sollten hier nicht verweilen. Ein kochender Kessel von Skaes hasserfüllter Saat. Er mag feige und wehleidig sein, aber der Fokus hat ihm noch nie gefehlt. Sagani blickt auf das blubbernde Becken. Das ist das Werk einer bösen Macht. Wir sollten weitergehen. Ich will trotzdem wissen... Deine Seele zum Blutbecken ausstrecken. Das schwache Flüstern verwandelt sich in eine Kakophonie aus Stimmen. Du stellst dir vor, dass dich 100 Männer und Frauen umgeben. Ihre nackte, ausgepeitschte Haut ist blutig gegeißelt oder abgezogen und mit Fliegen bedeckt. Die Stimmen schreien gemeinsam auf. Was ist das? Noch eine Seele, die wütend ist und versengen will? Oder will sie nur zusehen? Vielleicht wartest du schon zu lange Zeit. Unsere heutige Arbeit ist schon beendet. Ihr wurdet alle Skaen geopfert, nicht wahr? Eine Frauenstimme antwortet.
Wir wurden den Launen und Gelüsten der Reichen und Mächtigen geopfert. Was wir aber hier gaben, war unsere eigene Entscheidung. Sie schweben über dem Rand deiner Seele und ertasten dich. In uns brannte die ungestillte, hungrige Wut. Jene aber, die bereit sind, den Preis zu zahlen, können den Hass zu einer Waffe formen. Eine andere Stimme spricht. Im Leben waren wir schwach, im Tod aber trafen wir eine Entscheidung. Die Entscheidung, der Entscheidung wohnt die Kraft inne. Welche Art von Kraft? Die Kraft für Rache wahrscheinlich, ne? Genau, um Rache zu nehmen. Selbst wir sind nicht töricht genug, um daran zu glauben. Gerechtigkeit ist dem Fürsten, das Brot zu nehmen und es dem Arbeiter zu geben. Wir aber würden dem Fürsten die Haut abziehen und seine Kinder als Rabenfutter an die Zinnen nageln. Sie prüfen an den Rändern deiner Seele und erkunden deine Essenz. Es ist eine Schande, dass es in dir gar nichts gibt, das wir verwenden können. Die Seelen sinken zurück ins Becken. Halt, ich möchte wissen, was ihr hier getan habt. Das Becken gerät durch den misstönenden Chor wieder natürlichen Lachens in Wallung, das in deinen Ohren herumkratzt. In der Mitte des Beckens rührt sich im plätschernden Blut ein großer, zur Hälfte eingetauchter Metallkäfig. Als wollte er deine Frage beantworten, schaukelt er auf einer verrosteten Scheibe hin und her. Wartet, lasst mich noch etwas über diesen Ort fragen. Die Zeit für Fragen ist vorbei, Wächter. Das Blutbecken ruht. Kurios. Diese Leiche ist nach vorne gebeugt, als ob sie zugesehen hätte, wie der rote Lebenssaft aus ihr heraustropft. Die Arme des Mannes sind vom Ellbogen bis zum Handgelenk aufgeschnitten. Unter dem aufgeschlitzten Hals der Leiche gerinnt Blut. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Das Blutbecken wiegt nur... Ja, das ist ein bisschen schade. Ich hätte gerne mehr von diesem Blutbecken erfahren. Verschlossen. Und hier kommt man auch nicht rein, ne? War klar. Aber hier oben können wir jetzt noch weitergehen. Oh, und was... Noch eine Falle ausgelöst. Das wird uns hier noch häufiger passieren. Wir haben Ben ja leider nicht mehr dabei. Diese Vitrine wurde meisterhaft aus dunklem Edelholz angefertigt. Jahre der rücksichtslosen Benutzung haben aber viele ihre Regale zu Bruch gehen lassen. Eine skenitische Bibel. Ich glaube, die möchte ich mir tatsächlich auch mal durchlesen, zeitnah. Weil ich doch wissen möchte, was hier für ein kurioser Mist abging. Nochmal Jonas letztes Tagebuch und Schlüssel des Kryptameisters. Damit müssten wir jetzt eigentlich relativ weit kommen. Damit müssten wir, um genau zu sein, sogar alle Türen hier unten aufschließen können, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Zwischen den flackernden Kerzen wurden kleine, geflochtene Statuen mit schwarzen Steinaugen platziert. Oh, hi. Na? Das war eine schöne Symphonie. Oh nein, das hat jetzt Eder mitgenommen, oder? Ich bin doof. Du solltest keinen Schund mitnehmen, Eder. Dankeschön. Die Namensliste kommt auch erstmal hier rein. Ja, und der Rest eigentlich auch. Das Ding haben wir noch gar nicht angeschaut. Plus 10% Zauberschaden. Das ist doch genau das Richtige für unseren Magier, oder? So. Oh, halt. Keine Falle, sehr gut. Du bekommst die Dietriche und das Geld nehmen wir natürlich mit. Und hier ist wahrscheinlich keine Falle, sehr schön. Das waren wahrscheinlich zwei von diesen Rubinen, die man den Leuten in die Augen steckt, wenn sie dann zum Gefäß werden. Au. Ja, ich habe sowas vermutet, aber... Ja, super. Es hat ja... Ich sollte ein bisschen besser aufpassen. Nur ein kleines bisschen besser. Ja, wieder ganz viel zum Verkaufen. Sehr schön. Wir sind ja trotzdem gut durchgekommen, also können wir uns nicht beschweren. Diese elegante Vase ist gesprungen und aufgeplatzt. Sie sieht aus wie ein Antiquitäte aus Erdür. Und jetzt können wir hier... Ja. Schlüssel des Kryptameisters. Oh Gott, wo geht's denn jetzt lang? Ach du Jemine. Ah
Ein kräftiger, stiernackiger Mann in einer Kutte hilft einer jungen Elfenfrau aus einer gläsernen Kammer herab, die mit einem verwirrenden Geflecht von Kabeln und Maschinen verbunden ist. Ihre Haut und Kleidung glänzen von frischem Blut. You may feel a little lightheaded for the next hour or two, but that will pass. Have a meal and get some sleep when you return to town. The transfusion. Die nächsten ein oder zwei Stunden könntest du dich etwas benommen fühlen, aber das geht wieder vorbei. Iss etwas und schlafe, wenn du ins Dorf zurückkehrst. Die Transfusion... Das Mädchen schluchzt in ihren Handrücken. The transfusion will be smoothest if you relax and rest. The implanted essence already has a hold on your mind, so fighting it will be useless. And I hope our new visitor does not complicate matters overly. Wenn du dich entspannst und ausruhst, wird die Transfusion am mildesten ablaufen. Die implantierte Essenz hat deinen Verstand schon fest im Griff. Dagegen anzukämpfen wäre sinnlos. Er dreht sich mit einem kalten Starren zu dir um. Und ich hoffe, unser neuer Besucher wird die Angelegenheit nicht unnötig komplizieren. Was geht hier vor sich? Subversion. The black sheep cousin of justice. Or haven't you heard Lord Heron's tale of woe about a missing daughter and an impending marriage? He's sent his soldiers to scour the village while he bides his time at the Drakogen Inn. Subversion, das schwarze Schaf unter den Cousins der Gerechtigkeit. Oder hast du Fürst Harons traurige Geschichte von einer verschwundenen Tochter und einer bevorstehenden Hochzeit nicht gehört? Er hat seine Soldaten geschickt, um das Dorf zu durchsuchen, während er sich in der Drakogen-Schenke die Zeit vertreibt. I don't expect you to understand what I'm doing. Neither the rituals of Scan nor the labors of Animancy meet with much approval in polite society. But... Unsightliness reminds polite society that there are limits. When no one pays attention to the excesses and debaucheries of a lord, you give them something they can't look away from. Ich erwarte nicht, dass du verstehst, was ich tue. Weder die Rituale von Scan noch die Wehen der Beseelung werden in besserer Gesellschaft hochgeschätzt. Er nimmt eine Haarlocke der jungen Frau in seine große, blutverschmierte Hand. Unansehnlichkeit aber erinnert die höfische Gesellschaft daran, dass es Grenzen gibt. Wenn niemand auf die Exzesse und Ausschweifungen eines Fürsten achtet, gibt man ihnen halt etwas, an dem sie nicht vorbeisehen können. Was redest du da? Lord Heron's been telling everyone she's his daughter. He brought her all the way out here just to avoid anyone who might know differently. She's his niece. And she's carrying his child. Er blickt zu der jungen Frau. Fürst Harond erzählt allen Leuten, sie sei seine Tochter. Er hat sie bis hierher gebracht, um alle zu meiden, die die Wahrheit kennen könnten. Sie ist seine Nichte und sie geht mit seinem Kind schwanger. Saganis Augen stechen als strahlende, weiße Kugeln aus ihrer Gesichtsbemalung heraus. Ihr eigener Onkel? Ihre Stimme wird leiser. Ich weiß, was ich mit ihm anstellen würde. Also hat er seine Nichte geschwängert und bringt sie jetzt weg, um sie irgendwo zu verscherbeln, damit sein Ruf darunter nicht leidet. Und sie ist aber eigentlich ziemlich unglücklich. Und man weiß ja auch nicht, wie das Kind letztlich zustande gekommen ist. Ob das Ganze so freiwillig war, weiß man nicht. Sobald ich ins Dorf zurückkehre, werde ich dieses Monster eigenhändig töten. You'll do no such thing. Believe me, I've already taken steps to deal with Heron in a more visible way. So etwas macht man nicht. Glaube mir, ich habe bereits alle erforderlichen Schritte unternommen, um Harond auf öffentlichere Weise zu erledigen. Aber warum würde er sowas tun? Heron's own wife's delivered nothing but Hollowborn. Now he's got no heir and his sister's child, Elise, is reaching the age to marry. Without progeny of his own, Heron's legacy would pass to her issue. So, he found a way to continue his own noble line. By putting his child in this girl, his own niece. Harons Ehefrau gebar nichts als Hohlgeburten. Jetzt hat er also keinen Erben und Alice, das Kind seiner Schwester, erreicht das heiratsfähige Alter.
Ohne eigene Nachkommen würde Harons Erbe auf Aelys leibliche Nachkommen übertragen werden. Er fand also einen Weg, um seine eigene adlige Blutlinie fortzusetzen und schwängerte dieses Mädchen, seine eigene Nichte. Und Beseelung ist ein Teil deines Plans, ihn zu vernichten? This isn't just about Harren to the girl. It's about the corrupting influences of power and wealth. How people of privilege, people like Harren, are so often insulated from the consequences of their actions. The charged essence of dozens of maltreated slaves and underlings is already taking root in her mind. Once it's established, it'll drive her to murder her uncle, her aunt, and anyone foolish enough to get in her way. People won't be able to look away from Harren's sins then. Das hier geht nicht nur um Harren oder das Mädchen. Es geht um den korrumpierenden Einfluss von Macht und Reichtum. Wie privilegierte Leute wie Harren so oft vor den Konsequenzen ihres Handelns geschützt werden. Die mit Dutzenden misshandelten Sklaven und Untergebenen belastete Essenz verwurzelt sich bereits in ihrem Verstand. Hat sie erst vollständig Fuß gefasst, wird sie Aelys zum Mord an ihrem Onkel, ihrer Tante und jedem anderen treiben, der dumm genug ist, sich ihr in den Weg zu stellen. Danach werden die Leute Harons Sünden nicht mehr ignorieren können. Das scheint mir unnötig viel Aufwand, wenn ein einfacher Lynchmob doch ausreichen würde. Sie machen nicht viel richtig, aber in solchen Angelegenheiten wissen sie eigentlich, was zu tun ist. I do not wish to destroy Nestor Harren. I wish to end his entire rotten line. His name will become a curse among strangers. The deeds of his house will be eclipsed by his ruin. Foes will hear his name and shudder with pity. And any relatives who should survive him will abandon their fortunes just to rid themselves of the association. You're hot-blooded, willful, but there is no room for mercy and vengeance. Ich möchte Nestor Harren nicht nur vernichten. Ich möchte seine gesamte Blutlinie beenden. Unter Fremden wird sein Name zum Fluch werden. Die Taten seines Hauses werden von seinem Ruin in den Schatten gestellt werden. Feinde werden seinen Namen hören und vor Mitleid erschaudern, und alle Verwandten, die ihn überleben sollten, werden ihre Vermögen aufgeben, nur um sich der Verbindung zu ihm zu entledigen. Er beobachtet dich. Du bist heißblütig, willensstark, aber in der Rache gibt es keinen Platz für Gnade. Wächter, lasse dieses Mädchen und ihr Kind nicht zum Spielball der Rache werden. Lass mich ihren Verstand berühren. Ich kann sie von diesen Fesseln befreien und von den Erinnerungen, die sie gefangen halten. Ja, ich würde Fürst Harond auch gerne bestrafen, aber das Mädchen hat damit nichts zu tun. Die wird tatsächlich jetzt gerade missbraucht, damit der verrückte Spinner da oben, der in vielen Dingen natürlich recht hat, aber trotzdem ein verrückter Spinner ist, damit er seine Rache bekommt und seinen Plan durchsetzen kann. Wie es aber dem Mädchen danach geht, danach hat er nicht gefragt, und ob sie das wirklich tun will, danach hat er auch nicht gefragt. Deswegen werde ich nicht zulassen, dass er sie jetzt missbraucht, um seinen Plan durchzuziehen und damit auch ihr Leben vernichtet, denn ihr Leben ist bei weitem alles andere als vorbei. Und ich werde einen anderen Weg finden, Fürst Harren zu bestrafen. In der Sache nehme ich mir heraus, selbst zu entscheiden und das nicht einem fanatischen Irren zu überlassen. Tu es. Die trauernde Mutter neigt den Kopf. Danke, Wächter. Du spürst, wie sie nach dem Verstand des Mädchens greift, unnachgiebig, aber sanft. Aelys bewegt sich nicht, doch die trauernde Mutter zittert vor Anspannung und die Luft um sie herum klirrt. Schließlich bricht sie kraftlos zusammen. Die Anspannung pulsiert in ihrem Verstand. Für einen kurzen Augenblick schließt Aelys ihre Augen. Als sie sie wieder öffnet, hat sie einen leeren Gesichtsausdruck. Als sie aber die Szene vor sich aufnimmt, du, Wühlmund und die Maschinen in diesem seltsamen dunklen Raum, wird aus ihrer Verwirrung Angst. Sie stößt einen erstickten Ruf aus. Kill them. All of them. If she can't destroy Harren, then we can destroy his legacy with her. Er flucht mit zusammengebissenen Zähnen und wendet sich den anderen Kultisten zu. Tötet sie. Tötet sie alle. Wenn sie Harren nicht vernichten kann, dann werden wir sein Vermächtnis mit ihm zusammen zerstören. Oh, mein Freund, das werde ich wohl zu verhindern wissen, hoffe ich. Und damit wäre er schon mal geplatzt. Jetzt fehlen nur noch seine Kultistenfreunde, die wir natürlich auch zum Platzen bringen werden. Und dann werden wir hier einmal für Gerechtigkeit sorgen. Tja, so viel dazu.
Die junge Frau blinzelt dich an und geht dann ein paar Schritte zurück. Bleib bloß weg. Ich weiß nicht, wer... Sie schüttelt ihren Kopf und massiert ihre Schläfen. Was ist hier passiert? Ich hab dich gerettet. Sie betrachtet die toten Kultisten in den Blutpfützen um sich herum und reißt dabei ihre Augen immer weiter auf. Aber... Sie zuckt zusammen und stürzt ihren Kopf haltend vorne über. Bei Hyleas Flügeln, ich kann mich kaum an etwas erinnern. Sie hält inne und runzelt ihre Stirn. Sie murmelt etwas im Rauatei-Dialekt, dann in Vailian. Banom e, nein, mein Name ist Alice. Ihre Finger tanzen neben ihr und zupfen in drei hintereinander wiederholten Bewegungen in die Luft. Eine Leier, die ersten Noten von Der falsche Ritter, ich... Ihre zuckenden Finger streifen ihren anschwellenden Bauch. Sie schaut mit fragenden Augen zu dir zurück. Sagen wir ihr die Wahrheit. Schau mich nicht so an, das gehört mir nicht. Alice, es gibt einen Grund, warum du vergessen hast. An manche Dinge sollte man sich besser nicht erinnern. Sie nickt abwesend. Ich weiß auch noch, dass ich nicht ins Dorf zurückgehen kann, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, warum. Sie sieht sich die merkwürdigen Gerätschaften an. Und hier kann ich sicherlich auch nicht bleiben. Ich würde sie ja tatsächlich gerne zu mir ins Schloss holen. Tja, leidenschaftlich. Du solltest dich in eine große Stadt begeben, Neu-Heoma vielleicht, oder sogar die Valianischen Republiken. Irgendwo, wo sich dir mehr als genug Möglichkeiten bieten. Ich will ihr gerne helfen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, sie irgendwie mit in die Burg zu nehmen. Das hier könnte so ein bisschen in die Richtung gehen, weil das ist ja eigentlich, naja. Naja. Sie scheint den Vorschlag langsam zu verstehen, aber er scheint sich in den nun leergefegten Teilen ihres Verstandes anzusiedeln. Das ist ein guter Rat. Sie wirft einen letzten Blick auf die blutbespritzte Kammer. Nicht einmal werde ich mich umdrehen. Sie eilt davon. Ja, ich hoffe, sie wird irgendwo anders, vielleicht in den Valianischen Republiken, ein besseres Leben finden. Ist natürlich wahrscheinlich relativ schwer mit ihrem Kind. Ein außergewöhnlicher Morgenstern, sehr schön. Wird ein bisschen schwer sein mit ihrem Kind. Trotzdem bin ich überzeugt, dass sie es da immer noch besser haben wird als mit ihrem komischen Onkel und ihrer, ja, doch sehr skurrilen Familie, die sie hier offenbar hat. Die sich auf dem Boden und die Decke entlang schlängelnden Drähte sind mit einer leuchtenden Glaskammer verbunden. Und ich bin sehr froh, dass wir Wühlmund mit seinem komischen Plan hier aufgehalten haben, weil das, was er vorhatte, ist totaler Blödsinn. Im Trank brodelt eine zähe Flüssigkeit, die einen beißenden Gestank verströmt, in dem Gemisch wirbelnden Essenzpartikel herum. Und was haben wir hier? Atug. Einzigartig, Dolch, einhändig. Die Klinge Atug, Abhäutermesser, war ein Geschenk, das bei den Enutanik-Zwergen von Mutter zu Tochter weitergegeben wurde und dazu diente, den Tieren der Tundra die Haut abzuziehen. Eigens dafür geschmiedet, verletzliche Gelenke zu zerteilen und tief und glatt in das Fleisch zu schneiden, stellt sie auch gegen weniger traditionelle Jagdbeute eine furchterregende Waffe dar. Sehr schön. Wümons Notizbuch. Oje, oje. Das verschlungene Gekritzel ist schwer zu lesen. Aber als du durch die Seiten blätterst, siehst du mehrere lesbare Passagen. Ziemlich am Anfang liest du Folgendes. Wird ein geeigneter Ort für meine Experimente sein. Es gibt dort mehr als genug Platz. Aber noch besser ist, dass ihnen bei die Einheimischen bereitwillig ignorieren. Möglich wäre wahrscheinlich sogar ein B. Du überspringst mehrere Seiten. Freiwillige. Das Vermächtnis hat viele Missstände ans Licht gebracht und das Einfangen der Essenz ist hauptsächlich eine Frage des richtigen Zeitpunkts. Das Ritual des Bildnisses fungiert als gute Vorlage für... Du überfliegst die Mitte des Buches. Starben und ihre Essenzen verdampften. Nächstes Mal muss ich es mit einer geringeren Konzentration der Reagenz versuchen, um... Du blätterst bis zur letzten Seite. Edelmann aus Trutzbucht.
Die Ergebnisse deckten sich größtenteils mit denen der anderen Testpersonen. Die Methode, auf einen widerwilligen Teilnehmer anzuwenden, stellt immer eine Herausforderung dar, aber ihre Situation könnte sich als Vorteil herausstellen. Falls es mir gelingt, diese Erinnerungen an ihren Onkel nach vorne zu holen, könnte ihre Essenz dadurch empfänglicher für das Verfahren werden. Ach, er ist doch ein Arsch. Entschuldigung, das habe ich natürlich nicht gesagt. Er ist ein verrückter Irrer. Das ist deutlich besser als das A-Wort. So. Was haben wir denn hier oben noch? Dieser Sarkophag wird von einem kunstvollen Wappen dekoriert. Der Name auf dem Deckel wird herausgekratzt. Eine Grabkammer. Ein guter Zweihänder. Opal und Geld. Das nehmen wir natürlich alles mit. Hier ist ein Hebel. Und mit dem kommen wir wieder zurück in die Höhle, wo wir eben waren. Und können raus. Und zwar wieder in den Gerberladen, wo wir ja auch ein paar Leichen hinterlegt haben. Und ich glaube, es wird Zeit, mal ein Wörtchen mit Fürst Haron zu sprechen. Vielleicht auch mehr als ein Wörtchen. Vielleicht möchte ich noch ein bisschen Dekoration für unsere Burgmauer. Wobei es mir jetzt wirklich leid tut, also ich hätte sie echt gerne bei mir aufgenommen. Aber natürlich wäre sie bei mir auch nicht sicher gewesen im Endeffekt. Weil wenn da Leute vorbeikommen, die sie kennen und sie ist halt hier anscheinend doch mehr oder weniger zu Hause. Ja, dann ist das auch doof für sie. Trotzdem hätte ich sie tatsächlich gerne mit in die Burg genommen und hätte gesagt, du kannst einfach hier bleiben, du musst dir keine Sorgen machen. Bring dein Kind zur Welt, alles wird gut. Und something over there. Oh. Jetzt nicht im Ernst. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel, mit dem wir hier reingekommen wären. Das findest du jetzt. Das findest du jetzt, Durance. Dankeschön. Vielen Dank. Ich werde mich mal informieren, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, sie zu befreien. Wenn es diese Möglichkeit gibt, werden wir eventuell einen kleinen Gedankensprung rückwärts machen und werden uns diese Szene noch einmal vornehmen. Wenn es die aber nicht gibt, dann, naja. Dann werden wir uns bei der nächsten Folge hoffentlich hier in dieser Taverne wieder treffen, wo wir ein... Wo ist Fürst Harond? Wo ist der verkackte Fürst? Fürst Harond ruht im Obergeschoss. Ja, das werden wir noch sehen, ob der da oben ruht. Ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge hier wiedersehen und werden direkt diese Stufen erklimmen und werden den Guten mal zur Rede stellen. Und dann werden wir mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Und ja, bis dahin bedanke ich mich erstmal hier fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich verabschiede mich mit einem doch sehr rachsüchtigen Tschüss.